Guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zum Dead Space Remake auf der PlayStation 5 im New Game Plus. Ja, wir machen jetzt hier weiter mit Kapitel 6. Und ja, wir müssen jetzt hier zur Hydrostation gehen. Station West, überprüfe deine Helmfilter. Diese Luft darfst du nicht einatmen. Ja, ich hab's gerochen. Das ganze Deck verrottet. Ich habe riesige Masse im Lebensmittellager geortet. Die kann man unmöglich angebaut haben. Könnte die Quelle des Giftgases sein. Dieser Patient auf der Krankenstation. Er sagte etwas über ein Enzym. Vielleicht ist noch ein Arbeitsplatz in Betrieb. Ja, werden wir dann gleich sehen. Logbuch der Hydrostation. Dr. Elizabeth Croft. Mit den Taktik-Funkanlagen fahren wir beinahe maximale Kapazität. Die Flora-Gleichkräfte, wir haben einen Nahrungsmittelüberschuss produziert. Der Überschuss wurde verpackt, damit wir ihn in die Kolonie schicken können. Aber Captain Mathias hält sich strikt an sein Flugverbot. Das ist lächerlich. Ich reiche Beschwerde ein. Aegis 7 benötigt dringend Hilfe. Was könnte etwas frisches Obst schon anrichten? So, jetzt packen wir hier erstmal alles ein. Hier gibt es gerade ganz schön viele Vorräte. Hier in dem Bad. Super Sache. Und hier müssen wir scheinbar erstmal den Aufzug nutzen. So, dann fahren wir mal nach unten. Meine Waffe ist auch bereit. Für die Xenomorphs. Die können sich auf eine Ladung freuen. So, zack, hier gibt es wieder ein paar Credits. Wo? Aufnahme. Hier ist Dr. Elizabeth Cross. An alle Überlebenden, kehren Sie um. Alles ist weg. Alles angebaut. Mein Team. Alle tot. Das Monster. Bitte, gehen Sie. Bringen Sie sich in Sicherheit. Wenn ich es irgendwie töten kann. Jacob, wenn du das hörst, ich muss es versuchen. Okay, irgendwie hat die mich gerade ein klein wenig erschrocken, wo sie hier um die Ecke kam. Ich dachte, da ist ein Gegner, kommt halt angerannt. Weiß auch nicht warum. Warnung, Vorrat an flüssigem Stickstoff ist erschöpft. So, jetzt gehen wir erstmal hier ran und aktivieren das. Flüssiger Stickstoff aufgefüllt. Enzymsynthese wird eingeleitet. Enzymsynthese abgeschlossen. Vorsicht, nicht einnehmen. Keine Sorge, ich werde es nicht einnehmen. Na, wann geht die Tür auf? Muss ich nochmal hier ran? Synthese abgeschlossen. Hat es geklappt? Ja, ich habe das Enzym. Es wurde so verändert, dass es etwas Großes verarbeiten kann. Sie wollten wohl töten, was da im Lebensmittellager ist. Hoffen wir, dass es funktioniert. Jetzt ist die Tür offen. Sehr gut. Nein, 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 nein! Gehen Sie zurück! Das Lebensmittellager ist versperrt. Und selbst wenn, würde der Leviathan die töten. Sie sind Elizabeth Cross, oder? Dieser Leviathan. Verseucht er die Luft? Die Luft? Mein Team. Er hat alles zerstört. Ich habe ein spezielles Enzym entwickelt, um ihn zu töten. Ich brauchte nur flüssigen Stickstoff, um die Synthese zu vollenden. Aber von der Krankenstation kam keiner zurück. Hier ist etwas von dem Enzym. Oh mein Gott. Wie? Hören Sie. Wir müssen es in den Leviathan injizieren. Das Lebensmittellager ist versperrt, aber es gibt einen anderen Weg. Einen riskanten. Riskanter als zu ersticken? Mein Team. Es wurde verändert. Sie sind mit dem Leviathan verbunden und atmen seine Gifte aus. Aber diese Verbindung ist beidseitig. Okay. Wenn ich Ihr Team erreiche und das injiziere... Das Enzym wird direkt ins Herz des Leviathans transportiert.
Finden Sie die Keuche. Beenden Sie Ihr Leid. Und wenn der Leviathan geschwächt ist, schließen wir den Mistkerl ins All. Ja, ist auf jeden Fall ein Plan. Aber gut, jetzt gehe ich erstmal in den Shop hier ran. Bevor wir weitergehen hier. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz was. Gut, ich denke, wir holen uns einmal hier ein bisschen Munition. So, holen wir uns direkt mal 100 Schuss. Für die eine Waffe hier. Zack. Und einmal noch kurz hier speichern. Perfekt. So, wo ist das? Und dann können wir jetzt auch weitergehen hier. So, die Waffe wird nur noch nachgeladen. Perfekt. Ah, Moment. Hier müssen wir aufpassen vor dem Zeug, was hier rauskommt. Davon wollen wir jetzt nicht getroffen werden. Das würde sich nicht so gut anfühlen, so viel sicher. Und wir looten auf jeden Fall auch alle Nebenräume hier einmal. Das ist es auf jeden Fall wert. So, kurz warten und weiterlaufen. Schnell. Sehr schön. Hier haben wir so eine Verbesserungsbank. Wie viele Knoten haben wir jetzt gerade dabei? Das will ich nur mal kurz nachgucken. 16 Stück, okay, eine ordentliche Summe ist das. Und hier hinten wird es nochmal irgendwelche Upgrades geben, die ich aber jetzt noch nicht freigeschaltet habe, leider. Ja, und wir könnten uns mal um den Flammenwerfer ein wenig kümmern. Ich denke, wir holen mal ganz kurz was für den. Weil ich glaube, der hat das mal nötig. So. Mehr Punkte geben wir auch dann jetzt erstmal wieder nicht mehr aus, würde ich sagen. Oder wollen wir hier noch ein bisschen was holen für die Strahlenkanone? Da kommt die drei Sachen hier. So, aber ab jetzt sparen wir dann erstmal wieder unsere ganzen Knoten hier schön zusammen. Gut. Lauf schnell hier lang. So, ich will nämlich hier nicht eingesprüht werden mit diesem Zeug. Und hier alles einpacken. Super Sache. Und jetzt geht's einmal hier nach oben. Also jetzt sind wir auf jeden Fall gut gewappnet für das, was kommt. So viel ist sicher. Komm, geht kaputt. Drin. Den haben wir gut taktisch ausgeschaltet, wie ich finde. Oh, da hinten ist glaube ich was. Ich nehme mal kurz das Ding hier mit. Juhu. Da. Wir nehmen das. Jetzt nehmen wir das. Und das auch nochmal drauf. Ja, das ist ihm noch nicht genug. Das ist ihm immer noch nicht genug. Das ist ein kleiner, robuster Freund. Ich merke schon. Komm schon, lauf hier fix durch. Wir suchen kurz noch ein paar explosive Dinge hier. Sicherheitsanfrage abgerufen. Sicherheitsdienst, hier ist Dr. Cross auf der Hydrostation. Irgendwas hat die Hülle beim Lebensmittellager getroffen. Vielleicht ein Asteroid. Gibt Verletzte durch die Hydrostation. Wir brauchen Sanitäter und Ordnungskräfte sofort. Oh mein Gott, was in aller Welt ist das? Alle raus aus dem Lebensmittellager. Es lebt. Wie kann es leben? Ich glaube, das waren alle. Ah nein, die sind ganz kleiner noch. Push, geh weg. Er will immer noch nicht runterfallen. Meine Güte, diese kleinen Dinger. Man glaubt gar nicht, dass sie so robust sind, wenn man die sieht. Oh, hinter uns kommt noch mal irgendwo was. Ich hab da was gehört. Wow. Ja, da hat er mich leider einmal erwischt. Oh, da kommt schon wieder einer.
kommt ihr denn gerade alle her hier? Das ist ja schlimm. Das ist gerade wirklich schlimm. Hier, nimm das. Vor allem, wenn die so unverhofft vor einem stehen, ist das schlimm, wie ich finde. Los, lade einmal hier durch. Sehr gut. Und weg ist er. Der kleine Mann. So, jetzt müssen wir aber wirklich auf der Hut sein, falls hier nochmal einfach so spontan noch einer dazu angeflitzt kommt hier. Ja, meine Güte, die waren gerade echt hinterhältig. Da kann man sagen, was man will. So, jetzt gucke ich erstmal hier in diesen Raum rein. Freigabe bestätigt. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Beute suchen hier. Ja, nun gibt es irgendwie sehr, sehr viele Credits hier gerade nur. Klar, sind auch schön und gut, aber mehr freuen würde ich mich halt über Munition. Oh, da hinten kommt doch schon was. Ja, hab's doch eben schon gehört. Oh. Ja, oh. Komm weg mit den kleinen Krabblern. Gut, Krabbler sind wir los. Toxische Gefahr registriert. So, jetzt sind wir hier drin und kümmern uns auch mal ganz fix um dieses Teil hier. Komm. Toxische Gefahr beseitigt. Na gut, jetzt ist es hier nicht mehr toxisch. Das Toxische ist jetzt weg. Oh. Los, schnell weiter hier. Schnell auf zum Aufzug hier. Los. Oh, ich höre doch da hinten schon wieder was. Oh, 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 oh. Komm, wir machen die fix weg, bevor wir nach unten fahren lieber. Oder nach oben. Egal. Hauptsache, wir sind erstmal weg. Alter, meine Güte, warum kommen die denn heute in dieser Folge so hinterhältig alle auf einmal an? Das ist gerade echt schlimm. Kommen gerade alle auf leisen Sohlen angedapselt hier. So, jetzt heile ich mich erstmal. Ich habe gar nicht nach Ihrem Namen gefragt. Isaac Clark, Systemmechaniker. Mechaniker. Haben Sie Jacob Temple gesehen? Nein. Aber ich suche auch nach jemandem. Dr. Nicole Brennan. Dr. Brennan? Sie hilft doch Menschen, die Unitology verlassen wollen. Ja, meine Mutter zum Beispiel. So trafen wir uns. Ich hoffe, es geht dir gut. Die Mythologie machen es nicht, wenn jemand sie fragt. Und seit dem Tod des Captains sind sie durchgedreht. Toxische Gefahr registriert. So, und das Ding hätten wir uns auch gekümmert. Toxische Gefahr beseitigt. Sehr gut. Da hätten wir schon mal zwei von diesen Dingern weggemacht. Aber es bleiben noch einige übrig. Aber um die restlichen kümmern wir uns jetzt auch noch. So, jetzt auf in Etage 2. So, ich muss mal ganz kurz was gucken. Okay, für dieses schrotflintenmäßige Waffe habe ich wieder was. An Munition, gut. Dann nehmen wir die jetzt erstmal wieder. Für die nächste Zeit, denke ich. Gucken wir erstmal hier drüben lang, oder? Ah, nee, ich werde da drüben die Tür aufmachen, komm. Wir gucken erstmal hier drüben rein. Also, das ist scheinbar auch noch mal so ein Ding. Und da ist Loot. Sehr schön. Der Loot gehört jetzt mir. Toxische Gefahr registriert. Isaac, wo bist du? Hilf mir.
Oh, los. Jawohl. Oh, das gefällt mir also gar nicht. Geh weg. Lass sie mich in Ruhe. Ich höre doch schon wieder irgendwo was rumfatschen. An der Decke? Nee. Ich dachte, da wäre noch mal irgendwo was. Also wir nehmen erstmal alles wieder hier mit. Und hier hinten, ist da noch was? Nee. Komisch. Ich dachte, dort wäre noch was. Ich habe mir die Notizen von Cross angesehen. Oh Gott. Oh mein Gott. Kendra? Das ist er. Zwei Türen hinter dir. Tiere. Moment. Er ist weg. Er hat gewunken und... sorry, Isaac. Mach weiter. Nur eine Kamerastörung. Ich dachte, ich hätte meinen kleinen Bruder gesehen. Verrückt, oder? Das ist nicht möglich. Okay, ich würde sagen, wir speichern jetzt erstmal hier ab. So, sehr schön. Und wir gehen auch hier nochmal ganz kurz. So. Perfekt. Jetzt tun wir einmal hier ganz kurz eins verkaufen. Oder eins kaufen, das ruft eher, nicht verkaufen. So. Jetzt haben wir noch mal einen Knoten mehr und jetzt holen wir uns auch noch mal ein bisschen Munition, denke ich. Nehmen wir einmal das. Dann nehmen wir einmal das hier noch dazu. Ja. Gut, wir füllen uns, denke ich, einfach direkt mal auf. Mit jeder Menge Munition. Gut, und das Restliche lassen wir einfach da. An Credits. Das Restliche geben wir nicht mehr aus. Gut, dann renne ich jetzt erstmal hier lang. Kommt da was von hinten? Nee. Zum Glück nicht. Trotzdem ab und zu lohnt es sich mal nach hinten lieber noch mitzuschauen. Man weiß ja nie. Ja. Zum Beispiel hier. Hi. Dann könnt ihr dich bitte gehen lassen. Bitte gehen lassen, habe ich gesagt. Juhu. Komm schon, lass mich los. Aber mich würde mal interessieren, was würde passieren, wenn ich mich einfach bei dem Ding mitziehen lasse und nicht da drauf feuer? Gehe ich dann ab irgendeiner gewissen Stelle drauf? Habe ich noch nie ausgerüstet. Ich muss sagen, ich würde es gerne mal sehen, was dann mit mir passiert. Ich würde mich gerne einfach mal durch die Räume ein bisschen durchziehen lassen wollen. Das wäre eine Reparaturmission und nicht, dass ich meinen toten Bruder sehen würde. All diese Toten. Stell dir vor, was der Marker in den falschen Händen anrichten könnte. Geht es jetzt wieder um die CEC? Ich denke nur nach. Wenn irgendein Firmenarschloch versucht, den Marker zu klauen, könnten wir beide etwas dagegen tun. Dieses Wenn erscheint mir etwas gewagt. Komm schon. Wo ist Hammond? Was macht er? Weiß nicht. Wenn ich mich nicht konzentriere, geht uns die Luft aus, bevor es eine Rolle spielt. Oh, hier sind wieder diese kleinen schießenden Dinger. Sehe ich sie gerade irgendwie nicht. Na, wo sind sie? Da oben. Okay, wir schweben erstmal hier hoch. Hier drüben rum. Das verlangsamen. Und hier lang schweben. Ja, leider macht mich das hier gerade kaputt. Meinen Weg gerade irgendwie nicht finde. Ich glaube aber jetzt bin ich wieder richtig hier.
So, Moment. Kurz orientieren hier. Okay, hier muss ich lang. Hallo, wo ist denn hier wieder so ein Ding? Ich sehe es nicht. Ach, dort. Wir müssen erstmal die Dinger abwehren. Das wird das ja nichts. So, von wo komme ich denn jetzt gerade hierher? Hier oben lang, oder? Ja. Gut, endlich bin ich hier richtig. Da oben ist nur noch so ein Krabbler. Sehr gut, das waren alle. Boah, und ich mag das überhaupt nicht, in diesen Räumen so durchzuschwimmen. Ich weiß nicht warum. Mir geht es da irgendwie ganz und gar nicht gut. Ich fühle mich da wie auf einer Achterbahn. Wenn ich so komisch im Kreis rumschwebe und so weiter. Ich verliere einfach da komplett die Orientierung. Irgendwie ist mir das zu chaotisch, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, wir haben es geschafft, wieder mit dem Schweben. Warnung. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Halten Sie Abstand zu den Filtrationsrohren. Das ist die Hauptsache. Jetzt müssen wir nur erstmal nach hier mit auf die andere Seite kommen. Das sollten wir aber auch hinkriegen. Zack. Jetzt einmal kurz hier abhauen. Halt, Moment, bevor wir rüberlaufen, das da drüben erstmal noch kaputt machen. Und das auch noch. So. Jetzt nochmal abwarten, bis das Feuer weg ist. Komm. Jetzt kommt's wieder, ja. Warten, bis es vorbei ist. Und dann hier durchrennen. Los jetzt. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Halten Sie Abstand zu den Filtrationsrohren. Komm, durch da. Sehr gut, es wäre geschafft. Ja, und da würde ich gerne am liebsten den einen noch looten, weil da hinten waren gerade zwei. Den einen hat es durch das Feuer erwischt. Aber lohnt sich jetzt auch nicht zurückzugehen, nur wegen dem. Oder sehe ich es hier, dass ich mir so ranziehen könnte? Naja, sind wahrscheinlich eh nur Park Credits. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Die Park kommt jetzt nicht an, wenn dann. Hier jetzt erstmal hier oben in diese Kommandozentrale rein. Oder hinten. Hier kriegen wir zu. Ja, aber um den Besuch haben wir uns jetzt gut gekümmert. So, jetzt gucken wir mal hier ran. Was haben wir hier so? Jawohl, schöne Dinge. Alles eingepackt einmal hier. Und jetzt kann es hier hinten auch schon weitergehen. Ja, und leider ist die eine Waffe leer. Warnung. Thermodynamische Reinigungsgerät. Toxische Gefahr registriert. Komm, erstmal den hier fix wegmachen. Jawohl, nimm das. Toxische Gefahr beseitigt. Sehr gut, der wäre beseitigt. Jetzt nehmen wir mal den Aufzug nach unten. Oder nehmen wir den Weg. Oder den Weg. Aber erstmal muss der hier weg. So, jetzt geht's einmal nach unten hier. Was ist das denn jetzt hier für creepy Musik?
zur Gefahr registriert. Jawohl, hier ist das nächste Ding zu wegmachen. Toxische Gefahr beseitigt. Sehr gut, Moment. Hier auch nochmal drauf feuern und dann haben wir hier einen Durchgang, so wie es aussieht. Ja, super Sache. Oh, das hört sich nicht gut an. Ja, das sieht auch nicht gut aus. Wir haben einen großen Besucher hinter uns. Ja, so ist gut. Hey, ich habe mir doch Heilung gerade noch reingehauen. Warum hat er mich jetzt erwischt? Oder war das nicht vom Timing her richtig? Aber wir haben doch eben sogar noch den Sound gehört von der Heilung, wie wir uns die reingehaut haben. Oder nicht? Also eigentlich war das doch gerade noch der Sound, dass wir Heilung reingehauen haben. Und genau da sind wir auch dann draufgegangen. Okay, das war irgendwie jetzt merkwürdig. Aber gut, so schlimm ist es nicht, wo wir jetzt draufgegangen sind. Wo war denn hier der letzte Checkpoint? Ja, das geht klar. Ist nicht so schlimm. Warnung. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Halten Sie Abstand zu dem Filtrationsrohren. Das ist wirklich nicht so schlimm. Hier, ja, war der Checkpoint ja gar nicht so weit entfernt. Dann passt das ja alles. So, dann heile ich mich auch lieber mal ganz voll hier. Und am besten wäre es halt, hätte ich für die Waffe hier nochmal Munition. Weil die ist halt stark für diese großen. Das wäre jetzt wirklich nicht verkehrt. Ich muss mir gerade was einfallen lassen. Wie gehen wir es an am ehesten? Toxische Gefahr beseitigt. Schwierig. Hätte ich halt noch was für das Lasergewehr, wäre es gut. Ich würde halt trotzdem jetzt einfach mal das nehmen. Ich habe halt nur einen Schuss dafür. Das ist halt das Problem. Ja, ich müsste halt dann irgendwie den Wechsel schaffen. Also das Lasergewehr nehmen, einen Schuss. Und dann aber hier nochmal die Waffe rumwechseln im Inventar. So kostet das halt Zeit. Das ist schwierig mit der Zeit, wenn das Ding auf einen zugerannt kommt. Komm, jetzt nehmen wir erstmal das. Das Flammenwerfer auch noch drauf. Kann ich den Aufzug wenigstens nehmen? Nee, schade. Jawohl, diesmal haben wir es schnell geschafft. Wow. Perfekt. Ja, aber ich glaube, hier kommt noch was Normales an Gegnern, oder? Nee, kommen noch keine normalen, aber ich würde es nicht ausschließen, dass gleich noch von denen welche kommen. Deswegen mal lieber schnell machen hier mit dem Wechseln so. Und schnell mal nachladen das Zeug. Und dann jetzt erstmal umschauen hier, weil der Raum ist ganz schön groß. So, und ich injizieren wir erstmal das Zeug. Toxische Gefahr beseitigt. Sehr gut. Wow. Und weiter. Oh, da drüben.
Jawohl. Der Kleine ist auch weg. Den höre ich aber schon wieder welche. Irgendwie ist der ganze Raum voll mit denen, so wie es scheint. Und wir nehmen erstmal dieses Energieding hier mit. Ich weiß doch noch nicht, wo es rein muss, aber wir brauchen es auf jeden Fall, so viel sicher. Okay, hier muss es rein. Okay, wir brauchen nur noch was anderes. Die Sicherheitskarte. Die sollten wir doch auch hier irgendwo haben, oder? Mal sehen. Vielleicht hier drüben. Wir gucken mal rein. Waren wir hier schon drin? Nee. Aber hier ist auf jeden Fall die Karte. Komm, geh kaputt. Sehr schön. Jetzt einmal draufstampfen, so. Hier irgendwie wieder so eine Bank, so eine Upgrade-Bank. Da wollen wir nicht ran. Wir wollen jetzt erstmal hier ran und die Karte nutzen, so. Und Schwerkraft. So, Schwerkraft ist an. So. Da war auch schon meine Freunde hier kurz alle was machen. Hinter mir kommen noch mehr. Jawohl. Den haben wir gut erwischt. Aber ich höre doch noch viele mehr. Da unten ist wieder einer. Weben wir erstmal hier rum und Feuer. Sehr gut. Das war ein sehr guter Treffer. Hier auch nochmal dagegen feuern. So. Ein. Schön hier. Nachher jetzt haben wir hier eine Abkürzung zu diesem Einweg von vorhin. Und da ganz oben ist irgendwo was. Irgendwas hat mich hier gerade abgeschossen. Toxische Gefahr registriert. Okay, nimm das. Hier ist Miss Cross. Hydrostation. Ich muss ihren Namen festhalten. Hidalga? Pauli? Andonov? Toxische Gefahr beseitigt. So viele. Ich weiß nicht, wie viel Gas sie aufgenommen haben, aber ich sah, wie sie sich veränderten. Dieses Knacken, als ihre Lungen aufbrachen, wie eine Blüte. Schwerelosigkeit deaktiviert. Jacob. Jacob. Jacob, ich liebe dich. Und ich habe solche Angst, weil ich weiß, wie man den Leviathan tötet. Also muss ich bleiben. So lange, bis er für alle bezahlt hat. Da ist irgendwo unter uns noch was. Da doch unten. Gut, solange es keiner ist, der hier hochkommt, ist alles gut. Bloß wir machen hier alles auf. Und dann können wir jetzt hier weiter. Wir gehen aber noch mal ganz kurz hier ran. Na, haben wir wieder was zum Verkaufen? Nein, aber wir holen uns einmal wieder so einen Knoten. Und für das restliche Zeug holen wir uns wieder Munition, denke ich. So. Perfekt. Und weiter geht's.
Oh, oh nein, oh nein, oh nein. Da kommt doch die Kappler raus aus den Dingern, oder? Nee. Gut, 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 gut. Dass da gerade keine Krabbler rauskommen. Jetzt rüste ich mal ganz kurz hier was anderes aus. Perfekt. Und weiter geht's. Und dann da kommt er wieder solche. Hm, aber wenn die platzen, sind doch eigentlich immer diese komischen Würmer rausgekommen, oder nicht? Nee, bei denen irgendwie nicht. Ich glaube, das müssen andere sein. Da sind diese Arme nicht so rot leuchtend, sondern eher so ein bisschen gelbmäßig. Mit solchen verwechsel ich die hier gerade. Gut. Wenn das so ist, haben wir bei denen eher weniger zu befürchten. Und hier können wir auch erstmal wieder speichern. Was wir auch natürlich wieder tun. So, das Speichern bin ich ja bekannt. Immer schön speichern, wenn es geht. Und jetzt gucken wir einmal hier ganz kurz überall rein. Hm, bin ich hier wirklich richtig? Ich denke mal schon, ja, ich denke schon. Schwerelosigkeit aktiviert. Ja, auf jeden Fall bin ich hier richtig, weil hier waren wir jetzt vorher noch nicht. Da kommt kleiner Mann. Husch, weg mit dir. Geht der Ding diesmal mal schön schnell. Hier hinten ist immer irgendwo was. Na, wo ist er? Ja, komm, wir lassen den vielleicht einfach aus und schweben weiter, mal sehen. Jawohl. Ausschalten wäre vielleicht doch besser. Sehe ich ihn gar nicht. So, wir landen erstmal hier. Zeig dich mir. Jetzt zeigt das sich halt wieder nicht. Doch, da kommt er. So, nimm das. Jawohl. Und da ist er auch schon weg. Sehr gut, dann können wir ihn jetzt weiter hier umschauen, wie es hier weitergeht. Mit unserem Weg. Also wir hier wieder eine Luke öffnen, alles klar. Na, ist hier wieder einer, der schießen tut? Ja, da ist er. Also wir gehen das so schnell in den Raum hier, wo wir den festen Boden haben. Nein! Das hat mich auch noch durch so ein Ding hier erwischt. Ach meine Güte, also das mit der Schwerelosigkeit ist wirklich nichts für mich. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie geht es mir da nicht gut. Das hatte ich halt schon das letzte Mal, wo wir beim ersten Durchlauf gespielt hatten, wo wir diesen Raum hatten, wo wir wie so eine Art Puzzle hatten. Schwerelosigkeit aktiviert. Ich weiß nicht warum, wenn ich mich hier so komisch rumdrehe. Irgendwie fühle ich mich da so... So ein bisschen, als ob es schwindelig wäre. Hatte ich sonst nie eigentlich. Im Spielen aber nun gut. Ich fahre halt hier gerade mit dem Achter. So. Jetzt tun wir mal hier ganz kurz das öffnen. Komm. Geh auf. Und wieder hier durch. Jetzt habe ich mir immer in den Weg so ein bisschen gemerkt hier. So, jetzt landen wir lieber erstmal auf dieser kleinen Plattform hier. Nee, hinter mir müsste irgendwo nur so ein Schießer sein. Ja, doch. Gut, der ist weg. Schwerelosigkeit deaktiviert. Und jetzt müssen wir aufpassen wegen dem Ding da hinten. So, schnell das Zeug initiieren. Solange es noch
Alles klar, dann ist jetzt als nächstes der Leviathan dran. Gut. Leviathan, wir kommen dann jetzt zu dir und machen dich fertig. So, jetzt muss ich gerade aber hier nochmal was überprüfen vorher. Ja, also ich denke, wir sollten auf jeden Fall dann nochmal ein bisschen Gesundheit aus der Heilung, Gesundheit aus dem Lager holen. Gut. Schwerelosigkeit aktiviert. Ja, also Gesundheit sollten wir definitiv nochmal aus dem Lager rausholen, so viel ist sicher. Weil sonst schaffen wir es vielleicht nicht gegen den Leviathan diesmal. Ui, aber abschaut, dass wir den noch mit wegmachen. Perfekt. Schwerelosigkeit deaktiviert. Hier könnten wir es mal speichern. Ja, machen wir auch lieber mal. Nicht, dass ich jetzt drauf gehe und nochmal diesen Abschnitt von eben dort wiederholen muss. Ist, denke ich, mal besser so. Ich da jetzt lieber nochmal gespeichert hier habe. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den schnellstmöglichsten Weg finden. Oh, hinter uns kriegen wir nochmal Besuch. Da war wieder Besuch, das ist gleich auch schon wieder weg. Und das ist das Gute daran. Ja, immerhin hat dieser Besuch auch ein bisschen Munition dabei gehabt. Das ist nicht schlecht. Und jawohl, hier ist so ein Shop. Alles klar. Und das hier jetzt erstmal ausrüsten ein bisschen mit Munition und Heilungszeug. Ab ins Lager einmal gucken. So, was nehmen wir da? Ich denke, wir nehmen so eine Dreierheilung mit, oder? Ich denke schon. Und ansonsten nehmen wir, denke ich, nichts mehr so weit hier. Das andere passt dann, denke ich. Gucke ich mal noch was nach. Oh ne, brauchen wir nicht nachgucken. Erstmal ist der hier weg. Ja, da hinten hat er noch einen Freund. Und los, sein Freund ist auch noch weg. Jawohl, sein Freund ist auch weg. Ich höre schon, hier kommen scheinbar noch mal viele. Die sie uns jetzt nicht so einfach machen wollen hier. Die wollen alle nicht, dass wir zum Leviathan gehen. Ich habe lieber mal eine starke Waffe bereit in der Hand hier schon. Na, wo seid ihr? Ich höre euch, aber ich sehe euch nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ich will euch lieber sehen. Okay, hier. Ja, und leider habe ich die Stange gerade daneben geschmissen. Das ist natürlich etwas blöd. Aber ich habe sie wieder und habe den jetzt damit erwischt. Immerhin ist das. So, gibt es hier nochmal eine? Ja, das könnte ich noch nehmen. Jawohl. Haha, schön in die Wand geheftet. So muss das. Oh, was geht denn jetzt ab? Fliegt wieder alles auseinander, ich merke schon. Die ganze Station hier geht immer mehr hinüber. Jetzt müssen wir hier kurz warten, los, vorsichtig. So. Bis hier hin und weiter. Geschafft. Hindernis auch wieder überlebt hier. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier ran. Moment. Hier war ja auch nochmal so ein Shop. Dann gucken wir hier auch nochmal ganz kurz nach. Hier gut. Nahrung. Ja, was will ich denn immer mit Nahrung? Gesundheit. Geht dann jetzt erstmal klar, denke ich, soweit. Nur ein bisschen mehr Munition für den Flammenwerfer wäre vielleicht nur nochmal nicht verkehrt. Ja. Dann nehmen wir noch ein bisschen was, denke ich, mit. Los. Da holen wir uns noch mal was aus dem Lager raus hier. Nehmen wir das hier mit. So. Und dann die zwei Schüsse hier auch noch für die Strahlenkanone. Perfekt. Das sollte dann jetzt passen.
Dann rüsten wir jetzt auch direkt mal noch die Strahlenkanone mit aus. Okay, keine Munition für die. Was ist denn dann die Strahlenmunition? Ach, wow, ich verwechsel immer die zwei Waffen. Na gut, dann kann ich die Mission, die Munition doch wieder einpacken hier. Mann, oh Mann, warum verwechsel ich die zwei? Wie heißen die eine? Strahlenkanone und Laserkanone. Okay, das ist der Unterschied. Das eine ist Laser, das andere ist Strahlenzeug. Okay. Gut. Also brauche ich Lasermunition. Nur leider habe ich die offenbar nicht im Lager. Ja. Na gut, dann müssen wir jetzt das so schaffen hier. So, dann das einmal hier unten auswählen. Perfekt. Und dann heißt es wirklich, Leviathan, ich komme. Also jetzt sind wir so bereit, wie es eben nun geht. Ja. Noch bereiter kann ich mich nicht machen. Ja, denn dafür fehlt es mir an Credits. Aber das sollte schon gut gehen eigentlich. Ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass wir ganz schwache Waffen haben oder so. Den haben wir jetzt auch noch mal davor platt gemacht hier. Ja, nur leider gerade ein bisschen viel Munition verbraucht, um den auszuschalten. Also da habe ich jetzt gerade wirklich schlecht geschossen. Aber hey. Zeit, ich gehe rein. Vielleicht kann ich ihn losschneiden. Der Leviathan hat eine Masse von 10 Kilotonnen. Muss ich Ihnen noch sagen, dass das eine schlechte Idee ist? Tja, ich habe keine guten Ideen mehr. Was bleibt wohl noch? Schwerelosigkeit aktiviert.
Leviathan zerschlagen und ihn zum Fraß gegeben, dem wilden Getier. Danke, Isaac. Kommen Sie wieder rein. Wir sollten reden. Schwerelosigkeit deaktiviert. Die Luftqualität steigt. Aber hier und da gibt es noch Gasblasen. Hier und da geht in Ordnung. Hören Sie. Jacob. Mein Jacob. Zuletzt war er auf dem Abbaudeck mit den anderen Überlebenden. Er sagte, sie bauen dort einen SOS-Sender. Ist er fertig? Er ist wohl fast fertig. Ich habe aber nichts mehr von ihm gehört. Schon länger nicht. Ich kann jetzt noch nicht weg. Ich muss sicherstellen, dass die Luft ungefährlich ist. Aber wenn Sie diesen SOS-Sender finden, rufen Sie Hilfe. Mach ich. Abbaudeck. Okay, verstanden. Und wenn ich Jacob treffe? Sagen Sie ihm. Ich finde ihn. Ich will ihn nur wiedersehen. SOS-Sender. Jemand hat alle anderen über Bord geworfen. Isaac, es gibt eine Abkürzung zum Abbaudeck in der Nähe von Cross Arbeitsplatz. Ich werde sie öffnen. Donnerwetter. Wir könnten tatsächlich aus diesem Albtraum entkommen. Joa, das wäre natürlich schön. Aber gut. Ich würde sagen, Leute, wir machen dann auch hier jetzt erstmal Schluss wieder mit der Folge. Und hoffe an der Stelle, dass euch die Folge ein wenig unterhalten hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euch noch einen schönen Tag und tschüssi.